Ja, Leute, Tag auch und herzlich willkommen wieder zu StarCraft 2. Heute mal einem richtig tollen Special, nämlich ein Live-Game, was wir hier casten werden. Zusammen mit Teddy, den ihr auch schon im 3 und 3 gesehen habt, der sich mal kurz vorstellen darf und Hallo sagen darf. Ja, hallo, Teddy hier, wer da, wie immer. Genau, wir zwei werden das heute ein bisschen auseinandernehmen. Ich würde sagen, jeder konzentriert sich auch dann so auf ein Team. Da schauen wir noch mal ein bisschen. Wir haben wieder dabei Johnson, dann Scheiß, den... Ja, Newcomer bei uns im Team, der Protoss, und die spielen gegen Meanwhile und Xerox, ebenfalls zwei alte Bekannten. Toss gegen Terra, Toss, mal schauen, ob das so klappt. So, und hier wird schon wild gechattet und ich würde sagen, wir sagen einfach mal Go, 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 GG, Good Luck, Have Fun, wie wir das immer so machen, und da geht's auch schon los. Und ja, was erwartest du dir? Ich glaube, von Scheiß müssen wir uns mal überraschen lassen, was der so spielt. Oh ja, das wird interessant. Der hat ja schon jede Rasse ausprobiert, schon 5, 6 Mal, also... Mal gucken, ob er das mit den Protoss etwas besser bekommt. Die Map ist natürlich hoher Orbit und sorry natürlich, dass ich die deutsche Version drauf habe. Irgendwie ist mir die versehentlich draufgekommen. Jetzt lasse ich sie erstmal drauf und irgendwann muss ich eh neu installieren, dann machen wir das mal. Ja, wir sehen leider nicht, wer favorisiert ist, weil das hier so ein Custom-Game ist. Ich würde aber mal sagen, schwierig, weil Johnson doch... Ich würde sagen, dass Xerox und Meanwhile ein bisschen favorisiert sind. Ja, wobei... Vielleicht hatten sie ja einen doppelten Tower-Rush, ne? Kann ja sein. Müssen wir mal schauen, ja. Aber ich glaube, Johnson ist in letzter Zeit schon relativ fit und, wir gucken einfach mal. Und ja, ich schaue mir mal ein bisschen hier Johnson und, Scheiß an, während du ja vielleicht oben ein bisschen die Besonderheiten... Ja, klar, ja, ...am Start halten kannst. Ja, hier schon erste Besonderheit, es werden Drohnen produziert. Das ist gefährlich. Oh, Drohnen, ja, das ist... Also Probes. Ja. Also hier keine Sixer Rex. Kann man das überhaupt spielen als Terra? Ich glaube fast nicht. Gehen wir mal. Erstmal Wert so eigentlich. Gehen wir mal kurz den APM-Tag durch. Da sehen wir hier Scheiß richtig gerade mit richtig viel APM. Jetzt hier, wer ist denn gelb? Muss ich mal gucken. Xerox am Start. Aber ihr seht das hier, das sind absolute Bronze-Liga-Verhältnisse. APM-Zahlen um die 30. Also wir lassen uns ein bisschen Zeit. Aber später, wenn dann die Kämpfe losgehen, da können wir dann mal richtig schauen. Was abgeht. Und ich merke, ich bin noch ein absoluter Anfänger, was Casten angeht. Man kann ja auch mit Hotkeys hier oben dieses Ding umschalten. Weiß ich allerdings gar nicht wie. Ich traue mich jetzt auch gar nicht, das zu machen. Aber gut, wir schauen einfach mal, wie es aussieht. Auch hier auf die Einheiten. Überall 10 Probes, 11 schon bei Johnson. Und der baut auch jetzt hier natürlich das Depot. Hat er schon gebaut. Muss man jetzt ja neuerdings bauen auch hier für die Kaserne. Auf den neuen Patch. Sehen wir hier was Besonderes? Scheiß baut ja sein Warpgate an den Rocks. Was macht er denn da? Stehe ich gar nicht so. Hat er vielleicht gar nicht gesehen, dass da ja, diese Rocks sind? Ja, auch. Naja. Hier auch schon Gateway. Schön am Joke. Ja, ich sehe es hier oben bei Xerox. Bei ja. Aber wenn sie das zusammen nicht durchziehen, dann ist es natürlich nicht so sinnvoll. Ja? Außerdem gegen Terraner ein Wall-In zu spielen. Muss man schauen. Ja, aber die Choke, also ich glaube, das bleibt nicht so. Die Choke ist halt sehr breit, ne? Also, sind auch hier Johnson fängt schon. Ja, also wenn, dann muss man die schon zusammenzubauen. Mhm. Und gegen Terraner, glaube ich, das ist nicht so sinnvoll. Na, aber lass uns mal überraschen, was da so gespielt wird. Wie gesagt, am interessantesten bis jetzt hier der Move von Scheiß, hier die Warpknoten so weit links zu bauen. So richtig, ich würde ja fast sagen, er versteckt die fast, ja? Wenn man ihn jetzt scoutet, könnte natürlich so sein, dass die Leute denken, oh Mist, Proxy-Rex irgendwo unterwegs oder Proxy Warp-Gate oder nee, wie heißt das nochmal? Warp-Knoten in dem Fall. Oder auch Gateway. Und wir gehen jetzt mal auf den Production-Tab, weil wir jetzt doch mal uns mehr interessieren, was hier gebaut wird. Zealots im Bau. Johnson baut die Facts. Er spielt ja sehr gerne den Halion-Push. Ich glaube, der bringt nicht so viel gegen hier Toss, weil die Drohnen doch sehr viel Energie haben. Ja, aber mit einer genug Anzahl geht es auch schon gegen die Zealots, weil mit denen kann man ja auch hier Hit and Run veranstalten. Mhm. Wir sehen hier das Gas, das zweite Gas jeweils im Bau bei Scheiß und Johnson. Hier oben ist, Xerox hat einen riesen Fail hier oben, wenn ich das sehe. Gas fertig, aber hat noch keine Drohne reingeschickt, das ist bestimmt schon länger fertig. Oh ja. Müssen wir aufpassen. Das gleiche übrigens bei Meanwhile. Ach du Gott, was machen die denn? Auch kein Gas reingezogen. Und ich würde sagen, ich verlasse dich mal kurz und... Hier kommt schon der erste Push bei uns. Ja. Bei uns oben kommt schon der erste Push. Ach, deswegen vielleicht kein Gas. Gehen sie los mit Zealots. Und ich würde sagen, wir machen mal ein Special Feature hier für den Cast. Ich schalte mal schnell in den TS-Channel von den beiden und da hören wir mal, wie die jetzt gleich abgehen, wenn die hier den ersten Push machen. Weißt du zufällig, in welchem Kanal die sind? Eins oder zwei?
Die Tossler sind eins. Okay, ich geh mal gucken. Bis gleich. Okay, go. Ja, da sind wir wieder hier mit Teddy beim Carsten. Wir haben einfach nur ein... Wir sind so schön in der Echo-Lane hier. Okay, go gehört. Also, und im Johnson-Channel war nichts los. Natürlich mit 6 Bersis. Ziemlich übel. Und jetzt die ganzen Drones. Oh Gott, da hinten. Der Hellion müsste eigentlich weg. Lässt er auch den Hellion stehen in der Echo-Lane. Der Mool geht auch drauf. Da geht auch der obere drauf. Oh nein. Man hat hier sogar versucht, mit seinen SUVs hier gegen die Zealots anzukommen, was natürlich. Oh, was denn jetzt? Nicht so da kommen die ganzen ist. Probes. Wie ich dachte hier. Oh, 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 da wird gerotzt, was geht. Oh, oh, oh. Ja, Johnson macht hier gerade Blue Flame Upgrade. Oh, oh. Vielleicht bringt das noch was, aber ich sehe halt keinen Hellion am Start. Doch, da kommt der nächste raus. Jetzt auch hier ein bisschen. Ah, das langt nicht. Das sind schon zu viele. Ah, das sieht ganz, ganz schlecht aus. GG, das Game, das war's. Schade, wir haben uns ja eigentlich gehofft, dass es ein bisschen länger geht. Aber so ein krasser das Push. Doch, das ist zu krass, das können sie nicht halten. Gucken wir gerade, was die APM-Zahlen angehen bei den beiden. Hier gehen sie schon ein bisschen nach oben. Oh ja, hier stehen auch schon die ersten Stalker. Oh je. Stalker incoming. Ja, und da hat es auch fast nichts. Ja, gut, jetzt haben sie ihr Gas auch genommen oben, sehe ich gerade. Die Stalker bleiben vor der Tür stehen. Ja, das haben sie schon vorm Angriff genommen. Sehr nette Etikette hier. Ja, und jetzt haben sie sich gedacht, wir klopfen mal an. Und da kommen sie und oh, ich glaube, das sieht nach einem schnellen GG aus, leider. Andererseits, die machen jetzt nicht mehr so viel Druck. Die machen nicht mehr oh, so aber viel die Aliens fahren da einfach da, rein, das gibt's doch nicht. Und da ist schon. Also, das war natürlich sau doof. Muss hier den Waypoint ansetzen und GG von Johnson, das war's schon. Hat das Spiel verlassen, ist bestimmt sauer auf Scheiß. Müssen wir gleich mal gucken in der Analyse. Und ja, das war's schon, Leute, es ging sehr schnell. Müssen wir mal reden mit den Leuten und schnell. Vielleicht können wir dann nochmal ein Rematch machen. Wir schauen mal. Bis dann. Ciao.